Boah, wie ist das mit diesem Rauchen? Vorausgeschickt, ich rauche selber ab und zu Zigaretten. Meine Kinder sind immer völlig irritiert, wenn sie mich einmal im Halbjahr sehen. Muss dazu sagen, die Zigarette selbst ist nie gut, aber irgendwie die Vorfreude immer groß. Das vorausgeschickt, sage ich, das, was hier jetzt schwarz-blau abziehen, das finde ich völlig jenseitig. Weil sie einfach völlig die Fakten ausblenden. Wir haben 15.000 Menschen in Österreich, die nächstes Jahr nicht mehr sind. Und zwar jedes Jahr löscht es 15.000 Menschenleben durch Nikotinsucht. Und jetzt sehen wir international, dass die Quote der Raucher in der Bevölkerung eigentlich allerorts abnimmt. Und es gibt genau zwei Länder, die keinen Meter gemacht haben, nämlich Österreich und die Slowakei. Und da ist unsere Gesellschaft schon sehr schizophren. Also einerseits regt man sich über Glyphosat auf und über andere Dinge, das alltäglich ist, aber natürlich nicht im Ansatz so giftig wie Nikotin. So, jetzt kann man sagen, macht nichts, heute weiter sterben. Durch Nikotinsucht, wir finden es nicht so schlimm. Ich sage, na, das ist schon schlimm. Es ist für 15.000 Menschen schlimm und ich behaupte, für viele drumherum. Diese 15.000 Menschen, das sind Brüder, das sind Schwestern, das sind Väter, das sind Mütter, das sind Opas, das sind Patenkinder. Und jetzt kann man das ernst nehmen und sagen, tun wir was dagegen. Oder man kann das populistisch angehen und sagen, naja, aber die Freiheit und so wichtig. Naja, bei der Freiheit seid ihr bei der NEOS schon an der richtigen Adresse. Aber wenn wir über Freiheit reden, müssen wir auch immer über die Freiheit von wem reden. Und wenn wir jetzt von Rauchverbot in der Gastronomie reden, dann haben wir einen Zielkonflikt natürlich mit der Freiheit zum Beispiel eines Kellners, einer Kellnerin, die in diesem Umfeld arbeitet und hier natürlich mit einer vergifteten Atmosphäre tagtäglich konfrontiert ist. Also ich bin die Generation, die noch überall raucht. Durfte. Ne? Skurrilerweise, wir waren der letzte Jahrgang, der in einem Pro-Seminar auf der Politikwissenschaft in Innsbruck geraucht hat. Das heißt, wir haben uns da eingesetzt, wir haben Professor und dann haben wir mal Tram gewurzelt und dann haben wir uns eine angesteckt. Damals vorstellen können, ein Rauchverbot in Lokalen? Na. Können wir uns heute noch vorstellen, dass wir immer so stinkend heimkommen wie damals? Nein, könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Also ich halte das ja für einen echten Fortschritt. Und trotzdem, wer eine rauchen will, der findet einen breiten Himmel über Österreich und einen guten Platz irgendwo. Also es ist sehr, sehr retro. Ne? Das ist so der Refrain von den Dingen, die ich bisher nicht verstehe bei dieser schwarz-blauen Regierung. Der Refrain ist immer retro. Bei den Ziffernoten, jetzt beim Rauchen und es werden noch einige andere Dinge kommen. Und ich habe gestern schon geschrieben im Strache auf Twitter, du kannst nicht retro bei den Krawatten machen oder sonst irgendwo. So ist es mit dem Rauchen. Eigentlich keine komplexe Angelegenheit. Es ist keine Raketenwissenschaft. Es ist eine Frage von Leben und Sterben für viel zu viele in diesem Land. Und darüber hinaus eine Frage von Regeln, die wir uns ausmachen. Und wenn es in vielen anderen Ländern funktioniert, dass die Leute einfach dann hinausgehen in einem Restaurantbereich, warum soll es in Österreich nicht funktionieren?